Ich begrüße euch mal alle zu der Ausstellung Michael Wille und Peter Kohl in der Hermitage am Kamp. Ich habe jetzt mal den Versuch gewagt, wieder mal nicht Waldviertler oder Waldviertelverbundene ins Waldviertel zu bringen, und das Konzept ist wieder mal gut aufgegangen und toll aufgegangen. Wir haben ja auch sogar Besuch aus London und Amsterdam. Also wir sind wieder mal total international dadurch hier im Waldviertel aufgestellt. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der Wahlpunkt, warum ich eben Peter Kohl und Michael Wille gebeten habe, ob sie nicht da bei mir ausstellen, weil abgesehen, dass sie gute Künstler sind, ich bei beiden eine Gemeinsamkeit schon noch gesehen habe für mich. Das ist ein wilder Zugang zur Kunst, ein intuitiver Zugang. Deswegen habe ich in der Einladung auch das Wort à brûle verwendet. Aber das ist in Wirklichkeit, bin ich auch schon von ihm angesprochen worden, sehr irreführend, weil das stimmt, es ist irreführend, es wirkt nur so. Die Werke sind viel mehr durchdacht, als man glaubt. Und das ist das Spannende für mich auch gewesen, dass es so eine wilde Kunst ist und was auch rüberkommt und doch der Gedanke dahinter, das Konzept aber auch merkbar ist. Und für beide, das ist der zweite Konnex für mich, die Verbindung von beiden ist die, neben dem Bild, neben der Bildumsetzung auch die Sprache sehr wichtig. Und Michael Wille arbeitet sehr stark narrativ. Manche Bilder sind eigentlich Text alleine schon, mit Text alleine gültig und haben einen Witz, der einen sofort erschließt, finde ich, das ist ganz klar. Er ist provokant, er hat eine gewisse Aggressivität, und diese Aggressivität, die sehe ich auch in Arbeiten von Peter Kohl, da ist aber nicht nur Aggressivität, sondern eben bei ihm wieder, hat mich das sehr berührt, auch einen gewissen lyrischen Aspekt, fast schon sentimental. Viele finden deine Bilder vielleicht zuerst witzig, sie wirken fast wie Kinderzeichnungen, aber heute haben wir auch schon ein Kind als Besucher hier gehabt und haben gesehen, das passt auch nicht ganz rein, weil das Kind hat gesagt, das falsch jetzt war, aber irgendwas stimmt nicht.